Das ist Leonie und die hat sich möglicherweise in der letzten Folge nicht zu sehr mit Ruhm bekleckert, weil sie andere Teilnehmerinnen in die Pfanne hauen wollte und wir sehen in dieser Folge, wie Bachelor Sebastian damit umgeht. Außerdem sehen und hören wir, welchen Struggle Dennis-Kandidatin Laura gerade mit sich ausmacht. Den Link zur RTL Plus und den kompletten Folgen findet ihr natürlich unten in der Infobox und da könnt ihr jede aktuelle Folge von der Bachelor immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung sehen. Es lohnt sich also wirklich, da mal reinzuklicken. Ich will, dass es klappt, aber irgendwie klappt es nicht. Mir fehlt so ein bisschen die Außenwelt tatsächlich. Ich hätte es nicht gedacht, aber jetzt so nach knapp 2 Wochen hier in der Villa fällt einem doch die Decke auf den Kopf. Ja. Falls ihr schon mehrere meiner Zusammenfassungen gesehen habt, dann wisst ihr möglicherweise, dass Laura nicht gerade meine Lieblingskandidatin ist und mir würde sie nicht fehlen. Soll ich gehen, soll ich bleiben? Ich kann mich nicht entscheiden. Sag raus, aber schnell! Fangen wir aber erstmal an einer anderen Stelle an. Sebastian schickt eine Videobotschaft an die Frauen und lädt sie ein, mit ihm Frühsport zu betreiben. Das stößt nicht auf so viel Begeisterung. Hallo ihr Lieben, habt ihr Lust auf eine Runde Frühsport? Nee. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis morgen. Trotz aller Unlust folgen ihm aber natürlich die eingeladenen Damen und zwar auf den Tafelberg. Das ist natürlich eine besondere Kulisse, um sich ein bisschen zu bewegen. Wie geht's euch? Gut, sehr gut. Seid ihr fit? Habt ihr Bock? Ja. Ja. Unbeschreiblich. Also es ist wirklich richtig, richtig schön da oben. So. Habe ich nicht gesagt, wenn ich einen Hampelmann machen muss, bin ich raus. So ein Unsinn, also man muss doch nicht für einen Bachelor einen Hampelmann machen, oder? Sowohl die gemeinsame Zeit als auch die Kulisse bietet sich natürlich an, um Einzelgespräche zu führen. Sebastian kalt sich erstmal Leonie, mit der er sich zwangsläufig gedanklich viel auseinandersetzen musste. Ich habe eine Frage. Bitte. Weil es mich sehr stark die ganze Zeit beschäftigt. Das, was du als letztes gesagt hast, ja. Bei der letzten Nacht der Rosen. Ja. Das beschäftigt mich sehr. Das sind alle hier, um Dennis und mich kennenzulernen. Nicht alle. Ich wollte es auch gar nicht ansprechen, weil ich sowas eigentlich selber super unsympathisch finde, wenn jemand das tut. Was ist das denn bitte schön für eine Aussage? Also wenn du selber total unsympathisch findest, wenn das jemand macht, dann mach es doch nicht selber. Sei doch einfach ein gutes Beispiel für dich selbst. Nur, weißt du, man kriegt ja einfach Sachen mit, die man vielleicht auch gar nicht mitkriegen will. Und deswegen ist das dann so rausgeplatzt einfach. Sie sind geistig behindert. Das Einzige, was sie gerade versucht, ist zu entschärfen, was sie gesagt hat, ohne irgendwie sich zu entschuldigen dafür, dass er sich jetzt einfach die ganze Zeit Gedanken machen muss, wer es denn möglicherweise nicht ernst meint. Und berechtigterweise stellt er jetzt nochmal die Frage, wen meintest du denn jetzt die ganze Zeit? Aber ist es denn? Hä, nein, das kann ich doch nicht sagen. Wenn dich ein Mann so anguckt, wie Sebastian hier Leonie anguckt, dann kannst du dir sicher sein, dass er richtig frustriert ist und wahnsinnig enttäuscht. Es kann ja auch sich alles ändern oder drehen oder dass man letztendlich dann doch, keine Ahnung, unerwartete Gefühle bekommt oder sonstiges, weiß man ja nicht. Es nervt mich, dass sie das noch nicht gesagt hat, wer kein ernsthaftes Interesse hat und ich verstehe auch gar nicht den Grund dahinter. Es ist wahnsinnig schwierig für mich mit Leonie irgendwie gerade das so zu 100% zu verstehen. So, sie sagt immer Dinge, die ich sehr gut finde, dann tut sie Sachen, die ich nicht so gut finde und das gefühlt immer die ganze Zeit im Wechsel und das irritiert mich. Jetzt sagt er gleich etwas, was im Grunde schon das Todesurteil für eine potenzielle Beziehung mit Leonie ist. Er möchte es wahrscheinlich nur selber noch nicht so ganz wahrhaben und hat noch immer so einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass es sich nochmal bessert, weil die sich am Anfang so gut verstanden haben. Also Leonie erinnert mich so ein Stück weit auch immer wieder an Frauen in meiner Vergangenheit und das ist genau das, was mich eigentlich am Ende des Tages so ein bisschen triggert. Mir persönlich tut Sebastian ziemlich leid in dieser Situation, aber er ist ja nicht der einzige Bachelor, der dieses Jahr versucht, Herzen für sich zu gewinnen. Es gibt natürlich auch noch den Bachelor Dennis und der nutzt die sturmfreie Bude für sich. Sturmfreie Bude heute und da würde ich sagen, gibt es keinen besseren Moment, als mal die Rebecca heute einzuladen. Ohne Quatsch, ich musste nicht viel schneiden. Das Date ging in etwa in dem Tempo voran, wie ich es euch jetzt zeige. Aber fühlst du dich wohl in deiner Situation gerade? Ja. Cool. Das ist jetzt schon die dritte Frau, die Dennis küsst. Also Sebastian hat das eine geküsst, das möchte ich nochmal am Rande anmerken. Der lässt wirklich nichts anbrennen. Das wird natürlich nicht bei allen Frauen gut ankommen. Die wollen ja nicht so einen ausgelutschten Kandidaten, sondern muss ja auch etwas Unnahbares haben, damit er auch wirklich wie so eine Trophäe für alle wirkt. Wenn er mit jeder rummacht, dann ist das einfach hinfällig. Wir setzen aber jetzt mal in die Villa zu den Frauen, die kein Date haben und da macht Laura sich ziemlich zum Lauch. Lisa hatte kein Einzeldate, Lissy hatte kein Einzeldate. Ich würde eigentlich nur ein Einzeldate haben, um ihn so krass von mir abzuschrecken, dass er mich am Donnerstag rauswirft. Aber vielleicht habe ich morgen noch mal die Chance dazu. Kein Bock mehr? Schon seit einer Woche habe ich keinen Bock mehr. Echt? Ja. Wenn du kein Interesse an dem Mann hast, also warum bist du dann hier? Warum nimmst du denn die Rose an?
Die Frage ist also, warum ist sie denn noch da, wenn sie schon seit einer Woche überhaupt gar keinen Bock mehr hat, wirklich da zu sein und kein Interesse an einem der beiden Bachelor hat? Und die Antwort darauf ist, je mehr Bildschirmzeit sie hat, desto mehr Follower generiert sie natürlich für ihren Instagram-Account. Anders kann ich mir nicht erklären, warum sie noch da ist. Ich weiß oder ich glaube, dass einige von uns wirklich hier sind, um die Männer kennenzulernen, aber für andere ist das scheinbar irgendwie nur ein Spiel, Karrieresprung oder irgendwas anderes. Wechseln wir zu einer viel netteren Person, nämlich Eva. Und Eva ist das komplette Gegenteil von Laura. Eva ist nämlich nett, die ist freundlich und die weiß, dass sie da ist, um einen Mann kennenzulernen. Also wenn ich einer glaube, dass ich es wirklich ernst meine, dann ist es Eva. Wie geht's dir? Gut. Sehr gut, muss ich sagen. Ja? Ja. Eva hat das Herz am rechten Fleck, auf jeden Fall. Das merkt man wirklich in der Sekunde, wo du mit dieser Frau anfängst zu reden, merkt man das sofort. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwem ein zu schwaches Signal gebe. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es hier ein zu schwaches Signal gibt. Ja. Deswegen habe ich gedacht, okay, ja, dass nämlich die Favoriten noch nicht alle feststehen. Ja. Die beiden passen meiner Meinung nach richtig gut zusammen. Was macht in der Zwischenzeit denn jetzt eigentlich Dennis? Das ist mal wie so ein Spa-Wochenende. Ja. Kann man den auch anmachen? Nee, leider nicht. Schade. Ja. Also wenn es blubbert, dann war es nicht der Pool. Okay. In der Zwischenzeit hat sich Sebastian Fabienne gekrallt, die wir auch noch nicht so wirklich oft gesehen haben. Und die geht erstmal mit ihm ein Abseilen. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Ja? Ja. Also bis nach uns sind es 1000 Meter. 1000? Das ist so wild. Das ist richtig wild. Oh Gott. Ey, das ist mega geil. Das würde ich sonst nie machen. Das Abseilen ist jetzt wirklich nicht so interessant. Die hängen da oben rum, die haben eine ganz schöne Aussicht. Wenn ihr das alles sehen wollt, wie gesagt, der Link ist unten in der Infobox. Guckt euch die ganze Folge an. Wir skippen jetzt zum gemeinsamen Gespräch zwischen den beiden. Mich würde interessieren, wie du dich selber beschreiben würdest. NPC. Sebastian sagt so viel wie, ich würde von mir behaupten, dass ich sehr geduldig bin, hilfsbereit, gemütlich. Dass er gemütlich ist, hat mich gewundert und es hat mich positiv überrascht. Tatsächlich. Bist du jemand, der sehr emotional ist? Ja, voll. Ich werde emotional bei alten Menschen irgendwie. Nimm mit deine Basalackenfratze, sonst kriegst du einen rein, du dreckiges Schwein, du. Vielleicht, weil ich selber so eine große Angst habe, dass ich im Alter alleine bin. Die unterhalten sich auf jeden Fall ganz nett. Es fällt natürlich kein Kuss. Die wirken eher so wie zwei Kumpels, die sich miteinander bequatschen. Also wirklich nicht so viel, was man da jetzt hervorheben kann. Wusch. Als Sebastian vom Gruppendate zurückkehrt, berichtet er natürlich Dennis, was so alles passiert ist. Und die beiden gehen miteinander in den Austausch. Ich sag's, wie es ist. Das mit Leonie, das stresst mich gerade ein bisschen. Frauen gibt tatsächlich in der Ladies Villa, die kein Interesse weder an dir noch an mir haben. Das geht doch nicht. Die schneidet so ein Thema an und hat dir wahrscheinlich nicht verraten, wer es ist, oder? Nein. Also, sowas behält man entweder für sich. Oder? Ja, das ist einfach eine dumme Information. Ich meine, was soll das? Außerdem, woher will sie das so genau wissen? Ja, was soll man sagen? Da hat sich Leonie auf jeden Fall auf ganz dünnes Eis begeben und ich glaube, die wird nicht mehr so lange in der Sendung sein. Aber Dennis wäre nicht Dennis, wenn er auch ein bisschen damit protzen muss, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Während du hier weg warst, hatte ich sturmfreie Bude. Ja. Und hab mir mal geladen. Und? Das war richtig gut. Da war schon lang was in der Luft, ja. Ja. Und ich kann es einfach nicht aushalten. Würdest du sagen, das war ein besserer Kuss als mit Katja und mit Nadja? Ich sag jetzt mal so, es war jetzt vielleicht nicht der beste Kuss von allen dreien. Aber auch wenn es kein guter Kuss war, es war der dritte Kuss. Und das kommt natürlich bei den Frauen dann auch an und die reagieren folgendermaßen darauf. Warte mal, es waren jetzt drei Einzeldates bis jetzt, ja? Mhm. Ja. Bei allen drei wurde geküsst. Ja. Der macht's schon spannend. Der macht's spannend. Also jedes Einzeldate ein Kuss. Also wenn es so weitergeht, Prostmahlzeit. Wenn der jetzt schon alle drei beim ersten Einzeldate küsst, dann wird er sie bei den Dreamdates alle nacheinander wegflanken. Und wir können es auch mal drei umfegen. Richtig wegflexen. Ich will überhaupt gar nicht wissen, wie viele Kerben der zu Hause an seinem Bett hat. Viele nehmen wahrscheinlich nur noch an den Dates teil, weil die sich ansonsten tierisch in der Villa langweilen würden. Und deswegen sind die jetzt auch nicht so abgeneigt, als Dennis nächste Videobotschaft reinflattert. Hallo liebe Ladies, wo gibt es sonst noch Sand außer am Strand? Bolivien. Habt ihr, Lissi, Lisa, Kim Iva, Katja und Laura Lust, es mit mir herauszufinden? Och nee, lass mal. Die genannten Frauen krallt er sich dann und fährt mit denen richtig weit raus in die Wüste. Ja, heute haben wir einen richtig coolen Tag vor uns. Wir sind hier in den Dünen und werden eine ordentliche Quad-Tour machen. Der
Soweit so actionreich, das war sicherlich ein ganz cooles Erlebnis. Dann wird noch ein bisschen gesandboardet und natürlich gegessen und getrunken und gequatscht. Und es gibt natürlich auch wieder Einzelgespräche. Der größte Aufreger ist dann aber für die anwesenden Frauen und für mich auch, weil ich finde es einfach mittlerweile nur noch egoistisch und kacke, als Dennis dann Laura für ein Einzeldate einlädt und sie wieder jemand anderem den Platz raubt, die es wirklich ernst meinen würde mit ihm. Da würde ich heute gerne die Laura noch ein bisschen im... Hast du schon gedacht? Hier im Samt gehalten. Hast du schon gedacht? Ja, klar. Kotzt mich an, sowas. Sie sitzt in der Villa und erzählt, sie hat keinen Bock und will jeden Tag nach Hause und will den gar nicht kennenlernen und kriegt jetzt ein Einzeldate. Ich glaube, das war einfach Neid und Eifersucht. Wieso geht sie denn da von Neid und Eifersucht aus? Ich verstehe es auch einfach gar nicht mehr. Sie hat doch vorher selber gesagt, sie will nicht mehr. Dass die anderen Frauen sich jetzt darüber aufregen, das liegt doch einfach in der Natur der Sache. Damit sich mein Gemüt ein bisschen runterkochen kann, wird jetzt erstmal Kim gezeigt, die ein Einzeldate mit Sebastian hat. Kim ist ganz offensichtlich noch eine der wenigen Kandidatinnen, die sich das Gehirn noch nicht komplett mit Batida de Coco aufgelöst haben und schafft es, einige kompetente Antworten rauszuhauen. Was stellst du dir bei einer Beziehung vor? Also ich bin selber vollkommen erfüllt. Ich bin so meine 100% für mich. Ich bin auch so meine Prio 1. Mhm. Und die 120% soll halt mein Partner sein. Okay. Das ist mir halt super wichtig. Du schwimmst nicht gerne? Mm-mm. Eher so Pflanzen? Ja, ich hänge mich eigentlich immer nur an Menschen ran. Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, du stehst und ich hänge mich nur dran. Ach so! Und du bewegst dich und ich muss nichts machen. Ach so. Das ist für mich Schwimmen. Ich fand's tatsächlich schon ein bisschen flirty. Wir kommen aber natürlich auch nicht drum herum, nochmal zu den weniger kompetenten Menschen rüber zu switchen, nämlich zu Dennis und Laura. Danke, dass du mich ausgewählt hast. Ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas liegt dir auf der Seele. Ich bin ein offenes Buch. Ich zeige, wie es mir geht. Und ich überspiele nichts. Und ich lüge nicht und ich fake nichts, weißt du? I doubt it. Also sie hat ja kein Interesse an ihm. Trotzdem bohrt sie nochmal beim Wohnortthema rum, weil ich glaube, sie möchte selber gar nicht gehen. Sie möchte wirklich herausfordern, dass er von sich aus sagt, das passt leider nicht. Also auf Wiedersehen. Ja, aber du bist ja, glaube ich, so, dass du... Das Wohnortthema. Ja, dass du da bleiben möchtest, wo du bist. Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Versteh mich nicht falsch, ich würde überall wahrscheinlich mit dir hinreisen. Kann aber nicht dauerhaft sagen, da bleibe ich jetzt einfach mal so, weil es mir jetzt halt einfach gerade hier gut gefällt. Und es wird dir hier nichts dran rütteln, egal ob du hier bist und nicht. Ist das das, was ich suche? Also nee, das ist garantiert nicht das, was du suchst. Aber du hast es geschafft, sie nicht zu küssen, das ist ja schon mal was. Als Kim in die Villa zurückkommt, haben einige ein bisschen Angst, dass zwischen ihr und Sebastian was gelaufen sein könnte. Habt ihr euch geküsst? Nee, tatsächlich nicht. Er ist ja schon so eher der schüchterne Typ. Hätte ich es jetzt drauf ankommen lassen, wäre es wahrscheinlich passiert. Aber es war jetzt gar nicht so meine Intention. Ich muss auf Toilette. Wir haben sich nicht geküsst. Hat sie schon erzählt? Ja. Ich freue mich, dass ich ihn nicht geküsst habe. Sonst wäre ich einfach die Nächste gewesen. Ja. Jetzt muss er halt auch mal was dafür tun, dass es dazu kommt. Es kommt aber jetzt gleich erstmal zu der nächsten Cocktailparty und da wird uns Kim Eva eingeblendet. Die haben wir, glaube ich, noch nie reden gehört. Hat die irgendwann mal einen Satz am Stück gesagt? Ich weiß nicht, warum die in der Sendung bisher nicht so wirklich präsentiert wird. Vielleicht hat die ja was Interessantes zu bieten. Also ich hoffe, dass wir da bald mal mehr sehen werden. Schießt gerne früher, wa? Oh, dafür schieße ich weiter. So. Es ist einfach peinlich. Es ist einfach nur peinlich und ekelhaft. Es kommt jetzt endlich der Moment, auf den ich gehofft und gewartet habe. Nämlich Laura nimmt sich Dennis für ein Gespräch zur Seite und möchte mit ihm ein ernsthaftes Gespräch über ihren Verbleib in der Sendung führen. Du hast richtig was auf der Seele, gell? Ja, und ich werde weinen und ich will nicht, Das merke ich. Ich finde, du bist ein toller Mann und ich mag dich echt, aber mir geht's einfach nicht so gut und ich muss auf meine Psyche, auf meine Gesundheit hören, wenn es mir nicht so gut geht. Die Tiefen sind mittlerweile einfach so tief geworden, dass ich Angst habe, dass ich mich verliere, weißt du? Okay, tschüss. Jetzt am Ende hat sie auf Deutsch gesagt Eier bewiesen und ich find's einfach fair. Jo, also das wurde wirklich mal Zeit. Die hat am Anfang so gegen Leonie gestichelt. Ich frage mich immer noch, warum sie das gemacht hat, wenn ihr ziemlich klar war, dass sie da einfach in dieser Sendung nichts verloren hat. Vielleicht hatte sie irgendwie so eine Lücke empfunden und musste die mit durch Wut auf andere Teilnehmerinnen stopfen und hoffte dadurch irgendwie an Geltung zu gewinnen. Hat nicht funktioniert, also auf Nimmerwiedersehen. Dennis und ich haben eine Entscheidung getroffen. Dennis, ich fühle mich sehr wohl in deiner Nähe. Du bist der Schönste auf die ganze Welt. An den Rosen in den Händen der Männer habt ihr vielleicht erkannt, dass wir jetzt bei der Nacht der Rosen angekommen sind. Und wir sehen jetzt, wer in die nächste Folge mitkommen wird und natürlich auch, wer ausscheidet. Okay, let's go. Lissy. Eva. Katja. Freya. Rebecca. Larissa. Nadja.
Kim. Lisa. Jesse. Kim Eva. Leonie. Wenn ihr gut aufgepasst habt, habt ihr festgestellt, dass sowohl Celine keine Rose bekommen hat, als auch Fabienne die Sendung leider verlassen muss. Bevor ihr diese Folge verlasst, denkt bitte daran, den Abo-Button zu drücken, damit unterstützt ihr mich mehr, als ihr glaubt. Und ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Damit habe ich ja jetzt gar nicht mehr gerechnet. Was macht er denn jetzt bei Rebecca, bitte? Ganz ehrlich, kein einfacher Tag für mich. Ja, aber... Tschüss.